Ja, das Motto der Veranstaltung heißt Rock für Identität. Was heißt das denn eigentlich? Naja gut, Sie sehen ja, dass momentan das bunte Deutschland abgefeiert wird, an allen Ecken und Enden. Und da gibt es zwei Meinungen dazu. Die einen sagen, alles super, soll bitte so weitergehen. Und es gibt eben auch die andere Meinung und die stellen mitunter wir dar. Und das Gegenteil von der sogenannten Buntheit, die natürlich auch nur ein temporärer Zustand ist, ist eben, dass Deutschland nach meiner Ansicht nach lieber das bleiben soll, was es, ich muss mittlerweile schon fast sagen, mal war. Von dem Ist-Zustand kann man ja schon fast nicht mehr sprechen, wenn man sich jetzt Duisburg-Marxloh, Berlin-Neukölln und Co. ansieht. Und in diesem Fall haben wir uns gedacht, das ist ein gutes Motto für diese Veranstaltung. Also mit Buntheit meint Sie das, was Sie als Überfremdung wahrscheinlich darstellen würden? Ja, also wie gesagt, die Buntheit ist ja nur ein temporärer Zustand, da muss man sich ja nur die Geburtenzahlen und Co. ansehen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir ersetzt werden durch andere. Und da gibt es, wie gesagt, zwei Meinungen dazu. Die einen sagen, ist in Ordnung so. Die anderen sagen, sollte eher nicht so sein. Und zur zweiten Gruppe zähle ich mich. Und das ist quasi dann mit Auslöser einer solchen Veranstaltung so weiter. Jetzt sind ja bei der Veranstaltung eindeutig Redner bzw. Bands dabei, die aus dem rechtsextremen Lager kommen. Haben Sie da keine Angst, sich die Finger zu verbrennen? Naja gut, das rechtsextreme Lager ist ja mittlerweile alles, das irgendwie noch normal ist, nenne ich es mal. Ich weiß auch nicht genau, was rechtsextrem ist. Ich weiß auch nicht, ob ich einer bin. Da müsste sich RTL mal Gedanken machen, da mal so einen Katalog aufzustellen. Was man denn genau sein muss, damit man, oder was man wollen muss, damit man rechtsextrem ist, von dem her kann ich die Frage so nicht beantworten. Ich bin mit Sicherheit nicht mit jeder Band und mit jedem Redner zu 100% einer Meinung. Das ist man eigentlich nie mit irgendjemandem. Also, dass ich jemandem 100% in allem zustimme, das wäre mir neu. Aber so mit dem Rechtsextremismusvorwurf, da machen sie bei mir keine Punkte. Also Finger verbrennen werde ich mir dann mit Sicherheit nicht. Das ist ja auch eher Sache dann des Verfassungsschutzes, das zu klären. Was sagen Sie denn Politikern, die diese Veranstaltung verbieten wollen? Ja, das ist schade, weil eigentlich in einem Staat, wo niemand wegen seiner Meinung irgendwo benachteiligt werden sollte, es findet ja hier nichts Illegales statt. Also die Texte sind ja alle eingereicht und geprüft, so auch von den Rednern gehe ich davon aus, dass da keiner irgendwelche Straftaten begeht. Falls doch, ist es auch immerhin noch Einzelsache von ihm, hat nichts mit der Veranstaltung zu tun. Und von dem her ist das natürlich schade. Also in dem Deutschland, in dem ich was zu sagen hätte, dürfte jeder seine Meinung sagen und da würde gar nichts verboten. Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit der Polizei aus oder was haben Sie für ein Sicherheitskonzept für diese Veranstaltung? Na gut, Sicherheitskonzept von uns ist ganz normal das, was bei Kundgebern üblich ist. Also über Ordnerdienste und Co. wird das geregelt. Und Zusammenarbeit mit der Polizei. Wir machen ja jetzt seit Jahren hier was und es hat zumindest unter meiner Veranstaltungsleitung oder wo ich beteiligt war, noch nie irgendwelche Schwierigkeiten gegeben, die jetzt irgendwie ausgeartet wären. Von dem her, man arbeitet ganz normal zusammen, also man feiert sich nicht gegenseitig, aber es ist eine ganz normale, vernünftige Zusammenarbeit. Sie haben jetzt die Veranstaltung vor zwei Wochen nicht geleitet, nichtsdestotrotz sind dort ja auch verfassungsfeindliche Symbole aufgetreten, beziehungsweise es wurde auch der Hitlergruß gezeigt, der ja verboten ist in Deutschland. Wie wollen Sie das morgen verhindern oder wollen Sie das morgen verhindern, wenn sowas passiert? Also es ist natürlich so, dass Straftaten grundsätzlich die Veranstaltung gefährden würden. Mir sind die Aufnahmen bekannt von vor zwei Wochen. Aus meiner Sicht geht da nicht 1000%ig eindeutig hervor, dass das tatsächlich der deutsche Gruß ist. Ich gehe davon aus, dass es bei Einzelnen der Fall war, aber es ist auch möglich, dass die beide Arme gehoben haben. Von dem her, das soll die Polizei und Staat sollen da mal schön ermitteln, ob das tatsächlich der Fall war. Bei uns wird es so sein, sollte sowas auftreten, werde ich die Veranstaltung unterbrechen, werde dann darauf hinweisen, dass, sollte sich das wiederholen, die Veranstaltung halt auch eben komplett quasi abgemeldet bzw. abgesagt wird dann ab diesem Moment, also dass ich quasi die Kundgebung beenden werde, weil das würde auch meine weiße Weste als Versammlungsleiter eben beflecken, wenn ich da quasi mit, wenn ich das durchgehen lasse. Das gilt für alle Arten von Straftaten, aber Sie haben ja jetzt speziell auf den deutschen Gruß bezogen. Aber natürlich, also ich habe nicht vor, dass es bei uns stattfindet und es wird auch nicht stattfinden. Genau, und wenn es stattfindet, würden Sie die Veranstaltung beenden, wie Sie sagten, oder würden Sie einzelne Leute eher rausschmeißen, also eher die Veranstaltung beenden, oder was würden Sie machen? Gut, wenn das stattfindet, muss man natürlich sehen, in welchem Umfang. Wenn das zwei Leute sind, müssen die natürlich entfernt werden, aber wenn das größere Teile machen sollten, wovon ich zu keinem Zeitpunkt ausgehe, dann müsste man die Veranstaltung natürlich beenden, klar. Hätte ich auch überhaupt kein Problem damit. Das wäre gut. Ja.
Hat sich noch was hingesetzt hier oben, aber das. Naja.